In der Beziehung darf auch öfter mal der Mann das sagen. Ah. Ja. Aha, okay. Hallo Freunde des guten Geschmacks, ich bin Silvi und heute wagen wir uns wieder ran. Wir wagen uns ran an ein neues Hetero-Format, das heute startet, beziehungsweise gestern gestartet ist, Temptation Island. Viele haben sich gewünscht, dass ich mal wieder ein Hetero-Format kommentiere. Ex on the Beach kam ja sehr gut an. Die letzte Folge habe ich damals nicht geschafft. Ich verspreche euch, dieses Mal ziehe ich es komplett durch. Und wir werden das Ganze wieder aus feministischer Perspektive kommentieren. Ich freue mich über eure Kommentare natürlich wie immer, über Support für den Algo. Fütter den Algo, er ist wie ein Tamagotchi. Und bevor es losgeht, das Longsleeve, das ich anhabe, ist von meinem Merch. Den gibt es nämlich jetzt bis nächsten Freitag vorzubestellen. Und ich habe mit dem Merch den Warm Kids Club gegründet. Ich habe mich immer gefragt, wenn es die Cool Kids gibt, warum gibt es da nicht die Warm Kids? In der Infobox verlinke ich euch die Seite. Ich will unbedingt starten, weil ich bin sehr aufgeregt, Leute. Ich bin wirklich sehr aufgeregt. Mir schlottern die Knie, Leute. Wenn ihr die ganze Temptation Island Folge schauen wollt, könnt ihr das natürlich wie immer auf RTL Plus tun. Ist auch in der Infobox. Und wir starten rein. Temptation Island für die Leute, die das nicht kennen. Bei Temptation Island ziehen Paare in zwei Villen. Es ist ein Hetero-Format, das heißt, die Paare bestehen aus Mann und Frau, bedeutet nicht, dass die einzelnen Personen auch heterosexuell sein müssen, aber sie sind auf alle Fälle in einer Paarkonstellation aus Mann und Frau. Und diese Paare werden dann für zwei Wochen getrennt. Die Männer werden in eine Villa gesteckt, die Frauen in die andere Villa und dann kommen Singles dazu des anderen Geschlechts, also bei den Frauen dann Single-Männer und bei den Männern Single-Frauen. Und das sind VerführerInnen, die Männer und Frauen dazu verleiten sollen, ihre PartnerInnen zu betrügen. Ja, das Konzept ist wild und ehrlich gesagt frage ich mich auch immer so, warum zieht man da ein als Paar? Aber genau das möchte ich ergründen mit euch und ich möchte einfach auch sehen, wie da miteinander umgegangen wird. Dann wird natürlich erstmal die Villa vorgestellt, aber was uns viel mehr interessiert, sind natürlich die KandidatInnen und wir begrüßen das erste Paar. Ich bin Marie, ich bin 24 Jahre alt. Ich bin Tammo, ich bin 32 Jahre alt. Ich analysiere das so gerne mit euch, um einfach Beziehungsdynamiken zu erkennen und das auch mit einem feministischen Blick, also mit einem emanzipierten Blick. So Hetero-Formate sind natürlich sehr extrem, vor allem weil bestimmte Typen oder Paare gecastet werden natürlich. Aber ich glaube, das ist halt leider oftmals nicht ganz so fern von der Realität ist, wie man vielleicht manchmal vermuten mag. Wir machen gemeinsam Social Media. Ja, okay, das ist ein Social Media Paar. Die sind ein Paar und arbeiten quasi auch zusammen. Das finde ich krass. Schatz, mein Tag war so hart und lang. Komm, wir stoßen an. Schatz, mein Tag war auch richtig hart und lang. Was ist das denn? Wir arbeiten gemeinsam. Wir gehen zum Friseur zusammen. Wir machen Sport gemeinsam. Wir sind eigentlich 24/7 zusammen. Hm. Also sie erzählt da voll begeistert von, er wirkt, finde ich, jetzt nicht ganz so begeistert. Wir sind seit 3 Jahren zusammen. 6.6. ist Jahrestag und Monatstag. Ja, gut. Ab dem Tag, wo wir uns getroffen haben, haben wir uns jedes Wochenende gesehen. Ich glaube, es ist sein Humor, das negativ darzustellen. Weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Er sagt ja so, er ist jetzt in Ketten, ne? Klar. Dann war es vorbei. Dann war es vorbei. Ah! Ich finde es so krass, ne? Sie versucht so voll souverän das so zu erzählen und er so, Gefängnis und dann ist vorbei. Okay. In Zukunft ist auf jeden Fall einiges geplant. Wir wollen natürlich nach Temptation auch irgendwann mal heiraten. Ich bin ja verlobt. Aber nur sie ist verlobt, er nicht. Und früher oder später natürlich eine Familie gründen. Natürlich. Wir machen bei Temptation Island mit, weil wir Bock auf diese Herausforderung haben hier. Die sind natürlich auch alle monogam Leute, ne? Also es sind keine Poly-Leute, weil sonst wäre es ja keine Herausforderung, glaube ich. Also ich war in meinen Beziehungen davor nicht immer treu gewesen. Ich war auf jeden Fall jemand, der auch gerne mal ein bisschen Spaß gehabt hat, ne? Also sein Wording passt mir halt wirklich gar nicht, ne? Er sagt ja, er hat ein bisschen Spaß gehabt, was ja suggeriert, dass er sonst in einer Beziehung keinen Spaß hat, außer er betrügt oder wie, hä? Die absoluten No-Gos sind küssen, intim werden, beieinander schlafen. Okay, das muss ich mehr. Die werden beieinander schlafen. Ja, gut, okay. Das haben wir schon vorher gesprochen, ne? Soll seine Freundin jetzt Angst bekommen, dass er was mit einer anderen haben könnte, oder? Kommen wir zum nächsten Paar, Leute. Ich bin die Vivian, ich bin 24 Jahre alt und bin jetzt ausgelernte Erzieherin. Ich bin der Mo, ich bin 24 Jahre alt und ich bin vom Beruf Schulbegleiter. Was ist denn Schulbegleiter für einen Beruf? Süß. Wir sind jetzt fast 3 Jahre zusammen. Mo ist auf jeden Fall mein Traummann. Ich kann bei ihm einfach sein, wie ich bin. Ich muss mich nicht verstellen. Das ist für mich bare minimum.
Sie hat ein Herz, das hat fast keiner. Ist halt, sage ich mal, die wahre Liebe bei uns. Aber auch bei den beiden gab es schon mal natürlich Probleme. Ich hatte Knie-OP gehabt und dadurch konnte ich sozusagen halt nichts machen, außer zum Beispiel abends rausgehen. Und das war ja dann auch fast jedes Wochenende. Hä? Er hatte eine Knie-OP gehabt und deswegen konnte er nichts anderes machen, als abends rausgehen? Check ich nicht. Kann mir das jemand erklären? Das war jetzt nicht nur mal einmal so ein Samstag, sondern das war halt wirklich Mittwoch, Freitag, Samstag, Sonntag. Das ist ja nicht nur das Wochenende, der war ja die ganze Woche feiern. Nach der Knie-OP. Das habe ich dann halt auch öfter mal gehört. Also ich wäre gern mal dabei, wenn die diese Einspieler reden. Das hat sowas von Bravo-Love-Story. Diese Foto-Love-Story, halt nur mit Video. Wie er dann so drauf war beim Feiern gehen. Also ich habe halt auch mal gehört, dass er einer Frau näher gekommen ist, dass auch eventuell ein Kuss gefallen ist. Mhm. Bitte was? Ich kann mich wirklich an gar nicht erinnern. Wieso grinst er denn dabei so? Beweisen kann es halt keiner. Ja, was soll ich dazu sagen? Boah, ich find's richtig frech. Ich will mich gerne bei Temptation Island testen, beweisen, dass du das auch siehst, dass es treu sein kann. Dass er treu sein kann. Also, wenn er will. Fremdgehen fängt schon an, wenn man nur mit einer Person die ganze Zeit abhängt, mit ihm richtig intim wird. Mhm. Oder mit ihm irgendwie kuschelt. Der Typ ist auf alle Fälle sass, hoch 10. Da wird so vorgeworfen, dass er mit einer anderen vielleicht rumgemacht hat und fremdgegangen ist. Und er grinst da so einfach nebendran. Also entweder ist es komplett gestaged oder er ist einfach, weiß ich nicht, komplett frech. Kommen wir zum nächsten Paar. Ich bin Phil, 33 und selbstständig mit der bekanntesten Fitnessgastronomie Deutschlands. Und die wäre? Dürfte er nicht sagen, ne? Ich bin Laura, 26 Jahre alt und bin auch mit in dieser Fitnessgastronomie. Wow! Wir sind seit 8 Jahren zusammen und wir haben uns tatsächlich in einer Bar kennengelernt. Ach krass, seitdem sie 18 ist quasi. Sie war mit ihrer Mutter da und ich habe sie gesehen, habe mich aber nicht getraut, sie direkt anzusprechen. Deswegen habe ich erstmal ihre Mutter angesprochen. Ja, also Streit gehört natürlich auch mit zu einer Beziehung. Ja, da gibt es unterschiedliche Meinungen tatsächlich zu ob Streit zu einer Beziehung gehört. Ich finde, Streit ist auch mal so Definitionssache. Manche Leute nennen es schon Streit, wenn man eine Meinungsverschiedenheit hat. Ich glaube, wenn man sich so richtig fetzt die ganze Zeit und anschreit, ich weiß nicht so richtig, ob das dazugehört. Das kann natürlich mal passieren, aber ich würde jetzt nicht das so als Standard nehmen. Aber wie gesagt, da sind ja auch die Gemüter unterschiedlich. Und ja, ich weiß nicht, was sie jetzt als Streit definieren, aber den Senf wollte ich auf alle Fälle schon mal da lassen. Bei mir ist es dann halt, glaube ich, wenn ich etwas aufbrausend bin, ja, und bei ihm halt manchmal so ein bisschen die belehrende Art. Okay. In der Beziehung darf auch öfter mal der Mann das sagen. Ah! Ja. Aha, okay. Sie lacht aber auch gut, ne? Also, wow. Ich glaube, so ganz stimmt das nicht. Nee, das stimmt gar nicht. Am Ende, wenn es um die harten Entscheidungen geht, dann muss der Mann das Ruder in die Hand nehmen können, bin ich der Meinung einfach. Ich finde diese Körpersprache auch so krass, ne? Also wenn man sie jetzt mal anguckt und ihn, er nimmt ihr auch den ganzen Platz weg. Schaut mal, wie eng sie da sitzt, so richtig eingezwängt und er so richtig breit Platz einnimmt. Er, natürlich, weil er nicht anders sitzen kann, Leute, bei so dicken Eiern, ist doch klar. Und auch ihr Blick und so weiter, das, also, boah, bei mir läuten ja alle Glocken, alle Alarmglocken, sag ich euch. Und ich finde das immer so lustig, wenn Männer so sagen, ja, aber die wichtigen Entscheidungen müssen Männer treffen. Wenn man sich so richtig wichtige Entscheidungen in der Welt anguckt, zum Beispiel während der Corona-Krise, so, welche Länder haben es denn am besten gewuppt? Die, die von Frauen geführt waren. Just saying. Wenn ich etwas an Phil ändern könnte, dann, dass er manchmal ein bisschen einfühlsamer und empathischer ist. Are you kidding? Ich glaube, wenn man 8 Jahre mit jemandem zusammen ist und die Person einfach nicht empathisch ist und nicht einfühlsam, ich weiß nicht, ob das dann noch was wird. Sag ich ganz ehrlich. So, es ist ja schön, sich immer was zu wünschen von einer anderen Person. Ich zweifle da ganz doll dran, vor allem nach diesen Aussagen gerade. Aber gut, ne? Mit 18 in so eine Beziehung rein, da ist man einfach auch noch verdammt jung. Da weiß ich nicht, ob man da so wirklich weiß, worauf man sich da einlässt und was es vielleicht auch noch anderes gibt. Weil, Spoiler Alert, es gibt einfühlsame Männer.
Es gibt empathische, einfühlsame Männer. Habe ich übrigens auch ein tolles Shirt im Shop. Softie. Ist übrigens auch alles Unisex. Dass er mich dann vielleicht auch mal im Arm nimmt, gerade wenn ich weine. Junge, der nimmt die nicht in den Arm, wenn die weint? Ich möchte nur sagen, falls ihr in so einer Beziehung seid, ne, ihr habt es verdient, dass jemand einfühlsam und empathisch mit euch ist. Klar, es gibt Limitierungen so bei uns allen Menschen, aber wenn jemand weint und traurig ist und da nichts kommt und man sich das wünscht, dann weiß ich nicht, ob das so der richtige Partner an der Seite ist, aber das sind meine 5 Cents dazu. Aber ich habe keine Angst, Laura zu verlieren. Ich glaube, ich gebe ihr alles, was sie braucht und auch darüber hinaus und von daher. Und er so voll Delulu, ne? Komplett Delulu. Er so, ja, ich gebe ihr alles, was sie braucht. Sogar noch viel mehr. Claro. Da frage ich mich immer so, hört er ihr nicht zu? Oder hat die das jetzt nur im Interview gesagt? Aber ich kann mir das irgendwie nicht vorstellen. Ich wette, dass sie sich den Mund fusselig redet und er ihr nicht zuhört und er sich einfach super geil fühlt. Weil er hat das sagen, er ist ja der Mann, ne? Er weiß ja, wie die Entscheidungen zu treffen sind. Oh Gott, ey, der macht bestimmt diese Alpha-Male-Coachings. Glaube ich, möchte sie auch gar nichts anderes. Ja, der Lulu ist Trend 2024, habe ich gehört. Also das Ziel dieser ganzen Reise ist für mich auf jeden Fall auch, über mich hinauszuwachsen einfach. Ja, also ich hoffe, dass sie auf alle Fälle ihren Wert erkennt. Das wünsche ich mir. Ich glaube, es wird eine geile Zeit werden. Wir werden viel Spaß haben zusammen. Wird ordentlich was abgehen und da habe ich schon Bock drauf. Sie ist mega angespannt, ne? Also man sieht es richtig, wie angespannt sie ist und auch so, wie sie mit den Händen da so rumspielt, die ist gar nicht entspannt. Also kann natürlich auch an den Kameras liegen, aber er ist ja wirklich so, er freut sich ja auf diese Zeit, weil er weiß, sie wird nichts machen, weil er weiß, sie ist einfach wahrscheinlich ihm total loyal gegenüber. Boah, ich habe ein richtig schlechtes Bauchgefühl, Leute. Richtig doll schlecht. Ich hoffe sehr, dass ich mich täusche. Kommen wir zum nächsten Paar. Du machst es echt toll. Du machst es auch super toll, Schatz. Ach, süß. Oh, das gibt mir Hoffnung. Ich bin Nasrin, ich bin 31 Jahre alt und beruflich berate ich Brands im Bereich PR. Ich bin Josh, bin 31 Jahre alt und bin Gastronom. Ja, die wirken ja erstmal süß, ne? Wir sind knapp 2 Jahre zusammen. Süß. Also auf den ersten Blick, Leute. Der Josh ist mein erster ernster Freund. Er ist der erste Mann, der meine Eltern kennenlernen durfte. Und auch, ja, für mich die erste richtige Beziehung. Und ich glaube, ich habe alles richtig gemacht. Mhm. Josh und ich haben zusammen in München gelebt und er hat dann kurzerhand entschieden, dass er für 1-2 Monate gerne nach Innsbruck möchte zu seinen Freunden. Ohne das abzusprechen mit der Partnerin? Als er dann 1-2 Monate da war, ist er halt nicht mehr zurückgekommen. Okay. Ich musste mich halt entscheiden und habe mich dann für das entschieden, was mir gut tut. Das hat mich natürlich unfassbar verunsichert. Kann ich absolut nachvollziehen. Und es hat mich auch emotional echt mal kurz hops genommen. Scheiße. Ja, also, ne, das ist natürlich eine Entscheidung, die man eigentlich dann gemeinsam mit dem Partner oder Partnerin bespricht. Aber weiß ich jetzt nicht, inwieweit das passiert ist. Klingt nicht so. Ich habe dann auch oft geweint und war traurig. Das ist natürlich auch für mich ein Grund, warum ich hierher wollte. Ich weiß im realen Leben nicht, was er in Innsbruck macht oder er weiß nicht, was ich mache. Und wir sind einfach der Meinung, wenn wir Temptation Island überstehen, dann überstehen wir auch locker eine Fernbeziehung. Also Leute, wenn ihr eine Fernbeziehung habt, dann bewerbt euch bei Temptation Island. Das ist die wahre Prüfung. Wir waren einmal ein kleiner Teil bei der Show Make Love, Fake Love. Ah! Daher weht der Wind. Ich war als vergebener Mann drin und musste die Dame überzeugen, dass ich Single bin. Habe ich als Teil dieses Spiels der Jelis ein Bussi gegeben. Ich wusste, er macht es, damit wir vielleicht gewinnen. Deswegen war das für mich okay. Bei Temptation Island geht es wirklich um unsere Beziehung. Es geht nicht um ein Spiel wie bei Make Love, Fake Love, sondern es geht um uns und um unsere Treue. Und das sind natürlich dann ganz andere Regeln. Ja, ich bin noch mal gespannt hier. Ich werde auf jeden Fall ihm versuchen, keinen Grund zu geben, aber ich bin ein offener Mensch und natürlich will ich da auch Party machen und mit den Verführern tanzen. Mhm. Wenn Nasrin eng mit einem Typen tanzt, habe ich da ein bisschen Schiss, dass halt einer daherkommt, der die Moves drauf hat. Und das würde sie auf jeden Fall beeindrucken. So, bevor jetzt alle in ihre Villa einziehen und sich trennen, kommt noch die wunderbare Moderatorin Lola Weipart vorbei und bohrt nochmal nach. Er hat eine andere Frau geküsst. Und wie hast du das mitbekommen? Also es wurde mir halt erzählt. Er kann halt nicht sagen, ob es stimmt oder nicht, weil er halt so betrunken war. Ich möchte halt meinem Partner mehr glauben als halt irgendwelchen anderen Leuten. Also er sagt, er weiß es nicht. Hä? Kannst du dich nicht erinnern? Dieses Grinsen, ne?
Da könnte ich ja ausrasten. Da könnte ich ja einfach ausrasten. Warum grinst er denn so die ganze Zeit? Also ich finde das frech. An dem Tag leider nicht. Warum grinst er denn dabei so? Also, du kannst dich nicht erinnern oder du willst dich eher nicht erinnern? Good question, Lola. Wieso überlegt er denn da jetzt? Schwer zu sagen, weil für mich ist das wirklich das so wie ein Film, der wo ein paar Minuten in dem Film fehlt. Oder wurde das jetzt random irgendwie anders geschnitten? Und das ist halt bei mir wirklich so der Fall, dass ich mich an gar nichts erinnern kann. Also es kann passiert sein, aber auch nicht. Okay, gut. Mittlerweile haben wir uns irgendwie beide so ein bisschen damit abgefunden. Also ich habe jetzt einfach gemerkt, dass es halt manchmal einfach nichts bringt, irgendwie immer auf derselben Sache rumzuhacken quasi. Und deswegen hat er sich jetzt auch noch mal ein bisschen mehr Mühe gegeben, habe ich das Gefühl. Und das ist ja nett, dass er nach so einem potenziellen Fremdgehen sich mehr Mühe gibt. Ja, wir sind jetzt irgendwie noch ein bisschen stärker zusammengewachsen. Aber deswegen ist es in der Show jetzt die ganze Zeit Thema? Also ich hoffe, dass ich hier, wenn ich viel feiere, ihr treu bleiben kann. Das klingt ja wie so eine Challenge, dass er ihr treu bleiben kann, als wäre das so voll die Challenge und Herausforderung. Leute. Ja, dass wir trotzdem wieder zueinander finden, dass wir vielleicht oder dass Mo sein Verhalten so ein bisschen reflektieren kann. Aber ich dachte, das wäre nichts gewesen. Also es widerspricht sich für mich alles. Wie kann er denn ein Verhalten reflektieren, was angeblich nicht stattgefunden hat? Weil sie glaubt ja, dass es nicht war, aber sie weiß es auch nicht, weil er weiß es ja nicht. Versteht ihr, was ich meine? Das macht einfach alles gar keinen Sinn. Habt ihr euch Grenzen gesteckt? Bis wohin und wo nicht weiter? Das ist, finde ich, eine gute Frage. Also wir beide haben uns tatsächlich keine Grenzen gesteckt. Das klingt auf alle Fälle sinnvoll, nicht? Weil wir ja nach dieser langen Zeit ja doch einfach wissen, wo die Grenzen des anderen sind oder es wissen müssten. So, da guckt man jetzt einfach mal, ob man das wissen müsste. Ich denke, dass es uns sehr, sehr viel persönlich auch bringen wird. Okay. Und dass das der Beziehung eigentlich nur gut tun kann. Ich weiß nicht, ob sowas der Beziehung unbedingt gut tut. Ich würde so intuitiv erstmal Nein sagen. Deswegen ist so mein Vorurteil, vielleicht liege ich da auch falsch, aber mein Vorurteil ist, wenn man da hingeht, muss man entweder so krass gefestigt sein in seiner ist mir doch scheißegal und es wird eh nichts passieren Einstellung, dass man wahrscheinlich gar nicht durch den Cast kommt, weil man da gar nicht für in irgendeiner Form für Drama sorgen würde. Wenn die nichts machen würden, dann wäre es ja super langweilig für die zuschauenden Personen. Und ich glaube halt leider, und das ist mein Vorurteil, ich weiß nicht, ob sich es bestätigt, dass wenn man da hingeht und das schon so Differenzen die ganze Zeit gibt, so was Treue bedeutet oder auch so, ob man da jetzt Bock drauf hat oder ob man Angst hat, dass der eigene Partner einen betrügt und ich gendere hier wirklich ganz bewusst nicht weiblich. Weiß ich nicht, ob die Beziehung wirklich so stabil ist, aber we'll see. Ich sehe hier vor allem Frauen, die Angst haben, dass ihre Partner sie betrügen und Männer, die richtig Bock auf dieses Experiment haben. Liebe Frauen, hier kommt eure Versuchung. Und ich finde es echt schade, dass kein so Paar dabei ist, wo ich so denke, ja, die werden es locker schaffen. Wisst ihr, was ich meine? Dass so ein Paar ist, wo ich so sympathisiere mit. Ist leider echt, also mit den Frauen, ja, aber sorry, mit den Paaren an sich. Ich weiß es nicht, Leute. Das sind eure Single-Männer. Die Männers. Da wird ganz viel Sixpack gezeigt. Ganz viel Sixpack und offene Hemden. Klar, das ist das. Auf den Körper reduziert, ne? Klar, wird bei den Frauen auch passieren. Das hier ist eure Villa! So, jetzt müssen sich alle noch verabschieden. Klaro. Time to say goodbye. Es ist Zeit zu gehen. Tschö mit Ö. Was mache ich denn ohne dich? Ach. Du weißt, was ich möchte. Das wäre eine ganz schöne Zeit, wenn wir danach fahren wir zusammen irgendwo hin. Ja. Richtig traurig sind manche dort. Ja, wir müssen das schaffen. Also. Genau. Es gibt keinen anderen Weg. Nee, es gibt keinen anderen Weg. Ha, the male gaze is da. Schön den Po gefilmt und die Brüste und naja. Genauso wie die Männer auf ihre Körper reduziert wurden, werden es die Frauen jetzt auch. Nur halt noch mal ein bisschen mehr. Hi. 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 Oh mein Gott. Ich kenne ihn. Was?
Hallo. Hi. Mo. Sasia. Ja, das kann ja interessant werden. Ich dachte mir so, wow, wie klein ist die Welt. Das war schon jetzt, ne, also Schock, wo ich sie gesehen habe, okay. Was? RedakteurInnen, die sich vorher hinsetzen und herausfinden, wer deine Ex-LoverInnen sind? Nein, das würde RTL doch nie machen. Also ich war schockiert, dass ich den Mo gesehen habe, weil den kenne ich schon sehr, sehr gut. Mhm, was bedeutet denn sehr, sehr gut? Ich spiele sehr gerne mit dem Feuer, denn ich bin selber das Feuer. Temptation. Ich bin Anastasia, ich bin 23 Jahre alt und ich hatte schon was mit einem vergebenen Mann, ja. Ich finde es immer so eine Sache, hat man was mit einer vergebenen Person und weiß, dass sie vergeben ist? Weil ich finde das so unattractive, irgendwie mit jemandem was zu haben, der so seine Partnerin oder seinen Partner betrügt. Irgendwie ist das einfach komplett unsexy. Ich bin die perfekte Verführerin, da ich anders wie andere Frauen bin und meine Augen sprechen schon für sich. Das Ich-bin-anders-als-andere-Frauen-Syndrom, ja. Ich meine, das Phänomen ist ja mittlerweile zum Glück relativ bekannt. Resultiert halt daraus, dass man sich abheben will von anderen Frauen und abgrenzen will, weil halt Misogynie herrscht. Also man sagt so, ja, andere Frauen sind halt nicht gut, ich bin anders als die, deswegen hebe ich mich ab, ich grenze mich ab. Weil alle finden Frauen scheiße, deswegen, ich bin anders als andere Frauen, ne? Ich bin einfach locker, ich bin total easy zu handhaben, bla bla bla, was es da alles gibt. Im Endeffekt sind wir alle anders als andere Frauen, weil wir alle ja individuell sind und das macht uns irgendwie dann doch wieder ziemlich ähnlich. Wisst ihr, was ich meine? Und immer wenn dieses, ich bin anders als andere Frauen kommt, ist das natürlich auch so ein Pick-me-Move, also dieses, ich bin anders, also pick me please, weil ich bin halt anders, ich bin halt nicht so anstrengend wie andere Frauen, so. Was aber resultierend ist aus dem Patriarchat. Wir werden dazu erzogen. Und ja, wir können es nur selber dekonstruieren und dann uns selber hinterfragen. Und ob das so zu 1000% klappt, I don't know. Aber das ist natürlich eine sehr extreme Variante. Geile Augenbrauen. Dankeschön. Bestes Kompliment ever. Ich würde es feiern. Mädels? Also auf Ernst. Die Mädels sind hot? Die Mädels sind immer hot. Die Mädels sind immer hot. Ich habe noch nie eine Show gesehen, wo die Mädels nicht hot waren. Seid ihr so Partymenschen? Macht ihr viel Party oder gar nicht so? Ab und zu. Es geht. Ja. Also wenn dann schon mit so Spaß und so, aber ja, jetzt keine Partygirls, so, oder? Ja, jetzt, mein Gott, wenn wir irgendwo weggehen, dann gemeinsam. Aber jetzt zum Club, weißt du, da rumstehen wie früher. Wer steht denn im Club? Ich bin auf der Tanzfläche. Hammer, ich auch. Das dachte ich mir auch so. Also kannst du gut tanzen. Er kann sehr gut tanzen. Also hier haben wir auch eine Tänzerin. Und ich muss wirklich sagen, da merke ich, dass ich älter werde. Also Clubs gehe ich seit Jahren nicht mehr. Ich schwöre es euch, ich finde Clubs einfach komplett todesanstrengend. Es ist mir zu laut, es ist mir zu voll. Lieber so eine Bar, so chillig, da sitzen, vielleicht einen trinken. Aber auch das, es wird auch weniger, also manchmal ja, aber so ausgewählte Abende. Außer so im Sommer, darauf freue ich mich schon, draußen sitzen. Ich liebe es, draußen zu sitzen. Die Draußensitzliebe. Beste. Also ich finde Nasrin auf jeden Fall sehr hübsch. Vom Charakter auch sehr cool. Ich finde es cool, dass sie auch tanzt und so. Klar, ihr kennt sie seit 5 Minuten. Ja, ich bin Elvin, ich bin 26 und ich bin hier, um die Mädels zu klausen. Zu klausen? Zu klauen oder was ist klausen? Ja, wir können dir erstmal ein Dance-Battle heute Abend. Dance-Battle? So richtig Hip-Hop lesen? Ich zerleg dich. Okay. Wow. I like that. Das wird meine Freundin so abfacken. Was genau wird sie jetzt abfacken? Ja, die hatten Affäre. Die hatten eine Affäre. Ja, okay. Da haben die aber gut recherchiert. Die RedakteurInnen. Die mit dir? Ja. Echt jetzt? Ja, ja. Okay, krass. Wir wollten damals halt, ne? Okay. So Richtung Beziehung. Aber Okay. Das hat halt nicht geklappt. Das waren ja 1-2 Wochen. Und dann haben wir halt relativ schnell gemerkt, dass da von uns, also von beiden Seiten, dass da halt nicht mehr gehen wird. Deswegen haben wir auch komplett belassen dann, ne? Ja, das heißt, es gibt eine sexuelle, körperliche Anziehung, aber jetzt nichts, was auf einer partnerschaftlichen Ebene da funktioniert hat. Habt ihr schon mal betrogen? Nee. Mit 20 zuletzt. Mit 13. Mit 20? Nee. Und eure Partner? Nee, mein Partner noch nicht. Weißt du das, oder? Ja. Ja? Euch? Ihr wart so ruhig. Nein, also... Da ist was vorgefallen. Tabu früher war. Also in der früheren Beziehung, nicht bei uns. Jetzt wird die Kamelle wieder aufgetischt, Leute, ne? Das, was eigentlich schon abgeschlossen sein soll, angeblich. Also mein Freund war ja
vor einem Jahr ungefähr halt immer öfter so feiern und so und viel unterwegs. Und dann hat man halt mal öfter gehört, dass er halt so flirty unterwegs war und dass vielleicht auch ein Kuss passiert ist und ja. Und du hast drüber hinweggeschaut, oder wie? Ja, dass jetzt ein Kuss gefallen ist, daran kann er sich halt nicht mehr erinnern, weil er halt so betrunken war. Und er kann mir jetzt halt auch nicht sagen, okay, es stimmt. Er kann aber auch nicht sagen, es stimmt nicht. Ja, total abgeschlossen, das Thema auf alle Fälle. Natürlich, er kann sich nicht mehr erinnern, ne? Ich finde halt, es ist gar nicht geklärt, wenn das so die ganze Zeit noch auf dem Tisch ist. Das wird ja auseinandergenommen und das ist ja ein Widerspruch in sich die ganze Zeit. Wer hat was gesagt, dass da was vorgefallen ist? Die Freunde oder? Also es wurde mir halt geschrieben quasi. Eine Frau oder? Ein Fake-Account, also. Also quasi irgendwer hat den Account extra erstellt, um dir die Nachricht zu schreiben? Ja. Mo und ich haben da oft und lange drüber gesprochen und ich vertraue ihm und wir haben das für uns geklärt. Es ist schon schwierig, ne? Wenn er jetzt alleine feiern geht, wahrscheinlich auch, oder? Ja, also ich bin ja auch generell schon so ein eifersüchtiger Mensch. Gesunde Eifersucht, also nicht ja. So. Ja. Also ich glaube, es zählt schon zu gesunder Eifersucht, wenn man jetzt die ganze Zeit hört, dass der Freund irgendwie das und das macht und der so sagt, du, ich war so besoffen, ich kann mich da jetzt nicht dran erinnern. Dass man da vielleicht nicht mal ganz so 1000% vertrauen kann, halte ich tatsächlich für eine relativ gesunde Eifersucht. Generell finde ich, ist Eifersucht eh so ein Thema, so was so weggedrückt wird oder was so negativ konnotiert ist. Aber Eifersucht ist eigentlich ein total normales Gefühl, was auch genetisch veranlagt ist. Manche haben das mehr in sich drin, andere weniger. Natürlich gibt es auch eine krankhafte Eifersucht, aber ich sehe das zum Beispiel bei meinen zwei Katzen, Kater, Entschuldigung, die sind auch manchmal eifersüchtig aufeinander. Und ich glaube, wir versuchen halt das immer so wegzuignorieren oder so wegzudrücken, aber man kann auch einfach drüber reden, ne? Also ich finde Eifersucht, dass so, wenn das aufkommt, kann man darüber reden und fragen, was dahinter steckt und das. Und dann ist das eigentlich auch gar nichts so Dramatisches oder Schlimmes. Ich glaube aber, wenn man es nicht bespricht, wenn man es dämonisiert, wenn man es so kleinredet oder wenn man es selber unterdrückt, dann wird es vielleicht nicht so gut oder gefährlich. Und natürlich gibt es wie in allem auch etwas Extremes und Krankhaftes. Aber an sich ist Eifersucht erstmal einfach nur ein total menschliches Gefühl, wo natürlich hintendran auch oft Unsicherheit steckt, ne? Aber ich sag mal so, das ist ja bei anderen Gefühlen auch oft so. Ja, aber im Endeffekt, mir bleibt ja auch nichts anderes übrig, wenn ich mich jetzt dafür entscheide, mit ihm weiterhin zusammenzubleiben und wir da gestärkt am Endeffekt rausgehen, muss ich ihm ja vertrauen, weil es bringt mir ja nichts, mit ihm zusammenzubleiben und dann zu sagen, ja, ich vertraue dir aber nicht so. Ja, das stimmt. Ne? Wenn sie mit ihm zusammenbleiben will, dann muss sie natürlich Vertrauen irgendwie wieder fassen. Aber ich frage mich halt so ein bisschen, sollte sie mit ihm zusammenbleiben? Aber we will see, wie sich's weiterentwickelt. Im Endeffekt muss sie es ja eh selber entscheiden, ob sie es will oder nicht. Zurück in die Männervilla. Spielst du noch Fußball? Ja. Bist du der Torwart? Er kann gut Bälle einfangen, auf jeden Fall. Ich mag ihn und vielleicht versuche ich es nochmal, aber es gibt noch einiges zu besprechen. Ist dir die Situation jetzt unangenehm oder? Also schon jetzt. Ist komisch, würde ich nicht sagen, aber ist halt neu, ne? Also jetzt hier. Kann ja auch gut werden, ne? Ja, ich bin gespannt, wie er drauf reagiert, ne? Auf jeden Fall Spaß haben. Okay. Interessant. Interessant. Oh, he's sending some signals. Wir haben uns jetzt wie lange nicht gesehen? Ehrlich oder Lügen? Ehrlich? Ehrlich, Dezember oder so. Ein Kodex, ne? Nein. Kodex wahrscheinlich irgendein Club oder so, ne? Sondern? Ob ich das jetzt aussprechen soll oder nicht, ich weiß es nicht. Also mein Problem ist es ja dann nicht, aber... Dezember. Aber deins. Das hört sich nicht gut an, Leute. Vor 2-3 Jahren sind wir fast zusammengekommen, aber es hat irgendwie nicht so funktioniert, wie wir es wollten. Und ich dachte, die haben sich 1-2 Wochen getroffen und dann reden die von fast zusammenkommen. Er hatte jetzt die Freundin und in dieser Beziehung haben wir uns trotzdem noch gesehen. Und da ist halt auch was passiert, was sie, glaube ich, nicht weiß. Und deswegen ist das schon... Ach, krass. Okay, also sie hatte was mit ihm, obwohl er, also er ist fremdgegangen. Nochmal, vielleicht. Du weißt es ganz genau. Ganz genau. Ganz genau. Ja. Im Kodex ja, aber danach auch noch, persönlich. Zu zweit. Wir. Ja. Okay. Also, abstreiten tut das jetzt auch nicht, ne? Aber cool, dass wir sie wiedersehen. Ja, finde ich auch. Ich check, ich... Setz mich mal.
So von Haarfarbe und Augenfarbe her, was ist dein Typ? So, ich muss sagen, der Josh, ich glaube, den kann man auf jeden Fall knacken. Das glaube ich aber irgendwie auch. Bad Boys verteidige ich nur vor Gericht, sonst nie. Und die ist Juristin, oder was? Mein Name ist Sandra, ich bin 24 Jahre alt und vom Beruf her bin ich Juristin. Ich lieb's komplett, dass sie da mitmacht. Ich lieb's doch komplett. Ich muss bei den Männern gar nicht auf Angriff gehen. Die kommen zu mir wie die Bienen zum Honig. Den vergebenen Frauen möchte ich zeigen, dass die Männer nicht ganz so sind, wie sie dachten. Girls support girls. Auf eine indirekte Weise, aber kinda get it. Ihr seid Eye Candy. Man kann euch auf jeden Fall sehr gut anschauen, ohne weggucken zu müssen. Der ist auch richtig gut im Komplimente machen, ne? Also ihr seid so schön, da muss man nicht weggucken. Also das muss jetzt nicht weggucken. Schön, so schön seid ihr. Schalten wir zurück in die Frauenvilla. Ich glaube, Alvin, wir müssen halt ein bisschen die Party in Gang bringen und so als erstes tanzen. Ja, schmeckt das schon. Schmeckt das schon. Ja, und die lockere Art, das beeindruckt die anderen Frauen. So voll so im Flow und so. Tanzen meinst du? Nee, allgemein. Das ist ja echt voll gelassen. Nee, aber das... Ja, ich weiß auch nicht warum, weil eigentlich bin ich ein Overthinker. Ja? Oh, ich nehme mich auch richtig doll. Aber das wird mich dann morgen kurz ficken. Ja. Aber heute will ich... Aber wenn man so abgelenkt ist, ja, ist auch... Man darf ja auch nicht vergessen, Nasrin ist ja schon 31 und Laura ist halt 26 und seitdem sie 18 ist mit ihrem Freund zusammen. Ne? Also, dass sie vielleicht jetzt nicht unbedingt gelernt hat, so super locker mit irgendwelchen fremden Typen zu reden, ist irgendwie auch verständlich. Und da ist ja, wie gesagt, auch ein Altersunterschied. Ne? Aber irgendwie cute, dass sie das so appreciated und sagt, das bewundere ich an dir. I like. So, schalten wir wieder zurück in die Männervilla. Ja, ich muss sagen, ich bin emotional etwas aufgewühlt. Okay, da gibt's schon Küsschen. Dennoch habe ich eine gute Zeit. Halt's Was soll die Frage, Alter? That escalated quickly. Ja, da geht man auf alle Fälle schon so ein bisschen auf Touchy-Tuch-Fühlung, ne? Vielleicht ist das ja noch okay. I don't know. Drück dein Gesicht weg. Ich hab gar nichts gemacht. Das ist ja das Problem. Mach mal mehr. Das könnte man auch theoretisch als lustige Partyfeierei ansehen, aber ich weiß nicht, ob Nasrin das genauso sieht. Ich bin 21 Jahre alt und arbeite im Social-Media-Bereich. Ich habe noch nie einen Korb bekommen. Natürlich nicht. Wie soll diese Frau auch bitte schön einen Korb bekommen? How? Ich supporte die vergebenen Frauen, weil ich einfach weiß, wie es ist, eine Frau zu sein, der fremdgegangen wird. Und ich schwör's euch, Leute, ne? Die schönsten Frauen der Welt werden betrogen. Die allerschönsten. Sandra Bullock, Heidi Klum. Jetzt fällt mir keine andere mehr ein, aber die schönsten. Ich spiele gern mit dem Feuer. Ich bin halt ein eiskaltes Arschloch. Ich finde es halt krass, die sind so in der ersten Nacht, ne? Und da ist schon ziemlich viel Körperkontakt. Aber ja, Temptation Island, ne? Schauen wir wieder zu den Frauen. Einige von denen sitzen nämlich dort jetzt im Whirlpool. Aber nicht alle. Oh, krass, ey. Die zwei Mäuse sind nämlich am Rand und finden das alles ein bisschen zu heftig. Weiß nicht, uns war das noch so ein bisschen zu viel, mit den ganzen Jungs da so im Whirlpool zu sein. Boah, das sind so richtige Mäuse. Ich wünsche denen halt wirklich Partner an die Seite, die empathisch, einfühlsam sind, auf die eingehen, die das so appreciaten. Zurück in die Männervilla, da gibt es jetzt noch ein kleines Gespräch, ne, zwischen Mo und seiner alten Flamme. Also generell, wie schätzt denn uns, also was sagst du so? Ach so, vom Äußeren, ja. Nein, generell so, wie, ob die Versuchung widerstehen oder halt nicht, also wie schätzt du die ein? Sagen wir bei mir an. Weiß ich nicht, also bei dir würde ich sagen, Frage kann, zu. Aber muss nicht. Vollkommen recht, du kennst mich halt. Ist das auch schon wieder für eine Aussage? Okay, also eigentlich hätte er schon Bock. So, oder wie? Du kannst mich auch. Ja. Von meiner gute Seite, schlechte Seite. Ich dich auch. Ich weiß. Ich weiß schon, dass das Vivi stören wird. Aber ist ihm auch relativ egal, oder? Aber ich mache mir da keine Gedanken. Ich bin da ganz locker drauf. Ich weiß, dass das meine Partnerin stören wird, aber ich mache mir da keine Gedanken. Irgendwie widerspricht sich das die ganze Zeit alles. Ich komme nicht mit, Leute. Wie gesagt, also ich kann die jetzt auch nicht auf den Weg gehen, weil das wäre jetzt auch nicht richtig. Weißt du, was ich meine? Weil naja, also doch. Das wäre das einzige Richtige, wenn man
merkt, dass da noch was ist und dass man weiß, dass das seine Partnerin stört. Das ist, wäre das einzige Richtige, was er jetzt tun könnte. Wozu warum denn? Auch? So, also, weiß keine Ahnung. Vielleicht, weil die Partnerin das scheiße finden wird und sich verletzt fühlen wird. Aber ey, was weiß ich schon? Ich bin sehr gespannt, was zwischen uns passiert. Mal gucken, was die Zeit noch mit sich bringt. Ich finde es aber irgendwie auch krass, wie sie im Schnitt so dämonisiert wird. Ne? Also ihr Lachen wird so ausgeheilt und so. Man porträtiert sie schon so als die schlimme Side-Frau, die so den Freund ausspannt. Ich will nur noch mal betonen, die Verantwortung für die Treue, die liegt bei ihm, weil sie muss niemandem treu bleiben. Er muss diese Grenze ziehen. So. Finde ich es auch krass, dass sie jetzt am Ende so dargestellt wird, weil das ist nämlich tatsächlich jetzt schon das Ende der ersten Folge. Wir schauen aber natürlich auch rein, wie es nächste Woche weitergeht. Nächstes Mal bei Temptation Island. Ich liebe euch. Deine Augen sind wunderschön. Also ich glaube, bei denen, da wird auf jeden Fall auch noch mal was gehen. Ja, ja, ich bin so kurz davor. Lass mich einmal kurz mit dir mal alleine, okay? Da muss ich schon. Wenn das halt Tatsache ist, ist das halt ein Endlevel-Ding halt. Für mich beginnt Temptation ab dem Moment, wo ich zum ersten Mal was sehe. Und ich glaube, das ist nächste Woche soweit, Leute. Und ich hoffe, ihr seid wieder dabei. Vergesst nicht, bei Warm Kid vorbeizuschauen. Und wir sehen uns nächste Woche wieder. Tschüss, Leute.